Was geht ab, meine Z-Fighter Osiri, und heute im japanischen Dokkan Battle, denn heute ist das neueste Storyband vom zukünftigen Free-to-Play Ally Kid Goku erschienen. Wir können ihn ab heute zu seiner TOR-Version awaken. Bevor wir uns alle Informationen und Details zu dem Boy ansehen, gucken wir uns erstmal die Informationen zum Extreme Z-Battle von Gogeta an. Wir werden das Extreme Z-Battle heute Abend auf Twitch livestreamen. Wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut auf jeden Fall vorbei, Freunde. Der Streamplan ist in der Videobeschreibung, ca. 19, 20 Uhr werde ich live gehen. Jedenfalls, damit ihr schon mal auf jeden Fall vorab gedeckt seid, natürlich Agel-Charaktere am Vorteil, Extreme-Agel wären da besser. Aber die Kategorie der Movie-Boss-Charaktere ist sehr effektiv gegen den Boy. Wenn wir Level 1 bis 30 schaffen, Freunde, gibt es pro Level einen Stone, also bis zu 3 Stones, Grand Kais etc. Und natürlich die Medaillen, um den Boy Extreme Z zu awaken. Nach seinem Ize, wie besprochen, gibt er jedem Typus Key plus 3 durch den Niederskill auf HP, Attack und Def 77%. Durch seine Passive bekommt er auf den Angriff und auf die Verteidigung 77%. Und pro Rainbow Orb, den er einsammelt, bekommt er zusätzlich 7% auf den Angriff. Da gab es kleine Verwirrung gestern in den Kommentaren im Video. Ich hatte gemeint, dass quasi maximal bis zu 5 Rainbow Orbs sammelbar sind aus dem Feld heraus. Ist auch so. Da gab es quasi die Verwirrung, dass es 4 sind, weil immer mindestens ein Typenorb eingesammelt wird. Das stimmt, beides stimmt. Ich sag's mal so, wenn das komplette Feld Rainbow Orbs sind, dann kann man 5 einsammeln. Oder wenn links und rechts keine Typen Orbs dabei sind, sag ich mal. Das kommt relativ selten vor. Aber es kann vorkommen, wenn das der Fall ist, dann sind es quasi maximal 5. Realistisch gesehen sind somit quasi 4 möglich. Aber ich sag mal, im realistischen Fall oder an sich aus dem Kampfgeschehen heraus sind so 2 bis 3 Rainbow Orbs immer drin bei ihm. Ob so oder so quasi, dass da war eine Verwirrung dabei, aber alles gut. Da haben wir uns auf jeden Fall gegenseitig ausgeholfen. Wirklich Shoutout und danke für das Feedback direkt von euch. War also doch richtig. Bis zu 5 maximal kann man einsammeln. Ist halt ein bisschen unrealistisch, sage ich mal. Und natürlich macht er zusätzlich dazu, wie immer, sehr effektiven Schaden gegen jeden Typus. Immense Damage durch die Super Attack und verringert Angriff und Verteidigung. So viel zu dem Extreme Z-Battle. Gucken wir uns mal unseren Boy, den zukünftigen Free-to-Play Ally Kid Goku an und sein Story-Event, die Informationen, Details und springen dann gleich mal auf eine Stage. Beziehungsweise bevor wir das machen, die aktuellen JP-Missionen, Freunde, die aktuellen JP-Missionen werde ich euch in die Beschreibung verlinken, aber auch auf Twitter oder Discord poste das gerne, die Links in der Beschreibung. Könnt ihr gerne mal abchecken, was man da machen muss. Im Prinzip so, sag ich mal, Standard-Missionen. Ihr müsst quasi Extreme Battle Stages bis zu 5 schaffen, ihr müsst Level 10 von Gogeta's Extreme Battle in 2 Minuten oder drunter schaffen, Level 20 in 3 Minuten oder drunter und Level 20 mit einem Movie-Boss-Kategorie-Team, damit ihr da Missionen davon bekommt, Stones etc. An sich müsst ihr quasi mit der Kategorie Desire for the Dragon Balls, ist quasi die Kategorie von dem Kid Goku, die damals hinzukam mit ihm, sind die Charaktere, die mal Dragon Balls gesucht haben, aber mit so einem kompletten Team von dieser Kategorie Desire for Dragon Balls müsst ihr quasi Story-Event-Stages clearen bis zu 10 Mal aus seiner Stage, dann auch sie hat bis zu 10 Mal. Also Stage 3 sie hat und Stage 5 sie hat bis zu 10 Mal. Ihr müsst den neuesten Boy hier, Dokkan Awaken. Da gibt es auch auf dieser Stage neue Battlefield Gems, sage ich immer. Sorry, ich habe gerade ganze Battlefield im Kopf. Neue Barbershop Gems und wenn ihr diese einlöst, das zählt eben auch zur Mission. Schaut euch am besten in aller Ruhe mal die Übersetzung an. Und wenn ihr alle Missionen macht, gibt es eine gute Anzahl Stones, sage ich mal. Jedenfalls, okay, wie gesagt, aus diesem Story-Event können wir ihn Dokkan Awaken. Aber woher bekommen wir ihn eigentlich? Nämlich aus dem allerersten Story-Event. War damals online, ist aktuell auch live, Freunde. Heißt, ihr könnt ihn euch erfarmen. Dieser Goku droppt aus Stage 1 dieses Event. Und bevor wir weitermachen, die Charaktere der Kategorie Desire for the Dragon Balls haben hier eine erhöhte Drop-Rate. Also geht ihr am besten mit einem Kategorie-Team oder mit einem kompletten Team aus dieser, mit kompletten Charakteren aus dieser Kategorie rein, damit ihr die Drop-Rate der Sachen erhöht, die aus dieser Stage droppen. Sei es Items, Charaktere etc. Damit es einfach gemütlicher für euch geht. Zeige ich euch gleich, wie das Ganze aussieht. Jedenfalls droppt aus Stage 1 dieser Goku und aus Stage 6 droppen die Medaillen für ihn. Um einen Goku zu awaken, braucht ihr 5 Medaillen. Die Sache ist jedoch, am besten holt euch erstmal 10 Stück von ihm, um einen auf SA 10 zu bringen und awakt ihn durch 5 Medaillen auf die SSR-Version. Weil so wie er droppt aus der Stage, ist es ein SR-Charakter. Dies wiederum heißt, für die Dupes, die ihr öffnen wollt, die 4 Dupes, müsst ihr euch 4 weitere holen. Und auch diese Awaken mit je 5 Medaillen und die dann quasi in das Dupe-System nutzen, als Dupe die Pfade öffnen mit dem Dupe, die Pfade öffnen von dem, den ihr auf UR bringt, der auf SA 10 ist, damit ihr in Zukunft quasi, falls ihr wollt, auf Rainbow bringen wollt. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann sieht das folgendermaßen aus. Das habe ich bis jetzt so gemacht quasi, er ist auf SA 10 bei mir, hat seine ganzen Dupes offen. Okay, dann gucken wir uns mal an, was
neu hinzukam mit der neuesten Stage, denn ab heute, wie gesagt, können wir ihn zu seiner TUR-Version awaken, nämlich aus den Medaillen aus Stage 5 sollte das sein, richtig. Das sind die Stages, Freunde. Wie gesagt, wenn ihr einmal jede Schwierigkeitsstufe macht, gibt es jetzt je ein Stone pro Stage. Heißt, 10 Stones könnt ihr euch von der Stage allein holen, aus der Mission auch. Wie gesagt, könnt ihr euch gerne abchecken. Außerhalb davon Stage 3 droppen eben die neuen Gems. Könnt ihr gerne mal abchecken, was im Barbershop dazu holen gibt, Elika etc. Was wichtig ist, ist hier die Medaillen, um ihn zu awaken. Am besten macht natürlich die Zihard Stage mit einem Desire for Dragon Balls Team, weil ihr da erhöhte Droprate habt. Ihr braucht, um einen Goku zu awaken, braucht ihr 30 Medaillen, Freunde. Und wenn ihr ihn dann awaked habt, dann ist er quasi auf diesem Status. Aber außen vorweg, da ist er Krillin im Artwork. Und die Artworks richten sich quasi an den ersten Filmen. Jedenfalls ist da Krillin im Artwork. Aber Krillin ist nicht im Namen vertreten. Sehr komisch. Er heißt weiterhin Kid Goku. Beziehungsweise Goku in Klammer Youth. Youth, whatever. Jedenfalls ist Krillin nicht im Namen vertreten. Ist ein Disrespect an Krillin. Muss nichts heißen. Wir wissen ja noch nicht, wie die LR-Version aussieht. Heißt, die LR-Version könnte seinen Namen noch ändern. Denn ich denke schon, dass er seinen Namen ändern wird, weil sonst wäre er in der Pure Saiyans-Kategorie dieser Charakter, weil er Kid Goku ist. Jeder andere Kid Goku ist in der Pure Saiyans-Kategorie. Weil er es nicht ist, geht man halt davon aus, dass irgendein Charakterzusatz vom Namen her dazukommen sollte noch in seinem LR-Status, weil deswegen ist er nicht in der Pure Saiyans. Jedenfalls so viel zu dem Boy. Was hat er denn drauf auf der Theo-Version? Damit wir uns das Ganze mal ansehen, quasi kurz von der Pass. Ich habe das gestern auch auf Twitter gepostet. Shoutout an Goresh, die Übersetzungen gehen auf ihn. Jedenfalls, wenn ihr ihn, wie gesagt, auf die Theo-Version bringt, Max 720, ist sein Leader-Skill folgender. Der Kreatur Desire for the Dragon Balls gibt Equipus 2 HP-Attack in der 40%. Er macht Supreme Damage und zielt die Super-Attack des Gegners. Warum freut mich das so? Das ist endlich mal einer der guten AGL-Charaktere, die ein Ziel haben. Einziger AGL-Charakter, der ein Ziel hat, ist, glaube ich, ein R-Charakter, R Shenlong. Also, BD, endlich wurde es mal Zeit und wir haben AGL-Ziele, einen guten, sage ich mal. Also, wir wissen noch nicht, was wir drauf haben mit dem LR-Status, aber es ist halt ein LR-Charakter für die Player, also jeder kann ihn holen. Seine Passive ist folgendermaßen, er ändert alle Orbs eines Typus in Rainbow Orbs und bekommt pro Rainbow Orb, den er einsammelt, auf den Angriff 20% und auf die Key plus 2. Links hier sind The Innocent, All in the Family, Infighter, The Incredible Adventure, Guidance of the Dragon Balls, Shattering the Limit. In den Kategorien ist er vertreten, Desire for Dragon Balls und Movie Heroes. Soviel zu den Informationen, Freunde. Ich würde mal sagen, zum Abschluss hoppen wir noch in sein Event rein. Ich muss da quasi auch dann nur noch die Medaille von ihm farmen auf der letzten Stage. Aber damit ihr das mal gesehen habt, wie das aussieht mit dem Charaktereffekt, dazu habe ich damals auch ein Video gemacht, weil mich jemand gefragt hat, fand ich echt süß, warum die Charaktere blau leuchten. Das ist eben, weil es bei bestimmten Stages gibt es eine Drop Rate. Ja, wenn ihr draufklickt, dann seht ihr, okay, diese Kategorie erhöht die Droprate der Items. Und da könnt ihr gerne mal abchecken, welche Charaktere das sind. Wie ihr das auf JP filtert, Freunde, ich zeige euch mal, welche Kategorie das ist. Das ist diese hier, das ist die mit dem längsten Namen. Die Kategorie mit dem längsten Namen, das ist die Kategorie von diesen Desire for Dragon Balls. Und wenn ihr da Charaktere holt, by the way, wie funktioniert das? Je höher die Rarität des Charakters ist, desto höher die Droprate. Somit haben wir hier quasi 195% Droprate. Und dann geht ihr einmal da rein. Ist kein schweres Event. Heißt, ihr könnt auch, das Team muss nicht unbedingt passen. So vom, nicht jeder Charakter muss im Niederskill sein oder so. Hauptsache, ihr nehmt da Charaktere mit. Und die Events, also die Stages sind wirklich machbar. Also ihr müsst ja jetzt nicht drauf euch Sorgen machen, wenn das ganze Team nicht passt oder so. Ihr seht auch, bei mir ist auch ein bisschen Mischmasch. Ja, nicht jeder bekommt den. Okay, obwohl, jeder bekommt den Linkskill, sage ich mal. Weil Freezer ist auch ein All-Type-Seed, aber Freezer, LR Freezer, Niederskill ist halt nicht so toll, ne? Also es wäre auch nicht schlimm, hätte ich den Tech-Freezer genommen. Und nicht die, also dann hätten die natürlich die Super-Charaktere nicht den Niederskill bekommen, aber es wäre nicht schlimm. Im Endeffekt, lange Rede, kurz sind, ich schaffe die Events auch, die sind wirklich nicht schwer. Jedenfalls, Freunde, so viel zu dem Boy und seinen Informationen und Details. Aus dieser Stage, wie gesagt, bekommt ihr die, machen wir das mal so, die Medaille von ihm, 30 Stück braucht ihr, um zu awaken. Wenn ihr ihn vorab haben wollt, dann beziehungsweise gut gerüstet aus den ersten Story-Events, auf jeden Fall einen holen auf SE10, 4 weitere, alle awaken, dann die 4 nutzen, um den, der auf SE10 ist, seine Dupes zu öffnen, und dann müsst ihr ihn quasi, das ist der hier, könnt ihn awaken, vorerst nur zur TR-Version. Wir wissen nicht, wann er zu seiner LR-Version awakebar sein wird, manchmal einfach so Anglizismen nutzen oder einfach irgendwelche Wörter erfinden, keiner weiß, aber ihr wisst natürlich, was gemeint ist, ne, um ihn zu awaken, wisst ihr halt noch nicht. Oder wir wissen einfach nicht, wie sein LR-Status sein wird. Aber ja, könnt mich gerne wissen lassen, was denkt ihr, wie sein LR-Status sein wird. Weil es ist ja quasi, die Artworks halten sich an den ersten Filmen von
Dragon Ball von Dragon Ball Classic. Und dann bin ich drauf gespannt, wie das nächste sein wird. Ich könnte gerne mal googeln, gerne mal nachschauen, wie der dritte Film war oder wie der dritte Film aussah. Der dritte Film war jedoch, ich habe heute Morgen nämlich nachgeschaut, oder die letzten Tage, der dritte Film war nicht quasi von Dragon Ball Classic Story, also von der Story her schon, aber was ich meine ist, da kamen keine neuen Charaktere rein, also es gab keine neuen Filmcharaktere. Da wurden die Charaktere aus dem Dragon Ball Classic Anime benutzt. Und da bin ich wirklich drauf gespannt, wie sie es mit dem LR machen werden. Kann natürlich auch sein, dass sie drauf pfeifen und sagen, ja okay, Artwork war vom Erstfilm, von der Theo-Version vom zweiten Film, aber wen interessiert's? Wir geben einfach ein anderes Artwork. Ich bin echt drauf gespannt, was sie noch mit ihm machen werden. Ein LR Muten Roshi und Krillin wäre das geil. Ja, LR Kid Goku, Muten Roshi, Krillin mit den Milchflaschen. Das wäre so quasi mein Dream. Lasst mich wissen, was ihr davon findet, was ihr euch denkt, wie dieser Charakter sein wird. Und wie ihr es gesehen habt, zum Abschluss haben wir natürlich noch mehrere Jobs bekommen durch eben die Kategorie. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Freunde, dann gebt mir ganz auf jeden Fall Like. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.